Hallo und herzlich willkommen zum Videofreitag. Ich habe es in der letzten Woche ja schon mal ein bisschen bei euch angekündigt. Wir haben einen neuen A45 AMG, und zwar dieses Schmuckstück hier vorne. Kein einfacher A45, nein, wir haben hier bei diesem Fahrzeug das AMG Aerodynamic Paket mit dabei. Das bedeutet, wir haben eine deutlich aggressivere Optik, deutlich mehr Spoiler und gerade die Kombination mit einem silbernen Auto mit diesen schwarzen Spoilern und schwarzen Anbauteilen sorgt nochmal dafür, dass das Fahrzeug nochmal ganz, ganz anders wirkt. Aber wir gehen das Auto zusammen durch, direkt nach dem Intro, gleich geht's los. So, wir stehen jetzt vor unserem A45. Das angesprochene Aerodynamikpaket zeichnet sich besonders ab durch den Frontstoßfänger. Hier haben wir ja diese Luftleitbleche, die hier anmontiert sind. Das untere zieht sich einmal komplett vorne lang. Beim normalen A45 wären diese Elemente quasi nicht da. Das hier vorne haben wir auch beim normalen. Das und der untere sind exklusiv fürs Aerodynamikpaket. Dann haben wir natürlich scheinwerfertechnisch die LED High-Performance Scheinwerfer, die höchste Ausstattungsvariante, die zu dem Zeitpunkt verfügbar war für dieses Fahrzeug. Wir haben wunderschöne Kreuzspeichenfelgen. Ich bin ja ein großer Kreuzspeichen-Fan und auch hier beim A45, gerade in Silber mit schwarzen Applikationen und hier jetzt mit schwarzen Felgen, sieht das wirklich Bombe aus. Gerade dazu passt natürlich auch super der rote Bremssattel. Optisch eine 1, muss man so sagen. Spiegelkappen haben wir aus Echtcarbon. Das ist immer eine Geschmackssache. Müsste nicht sein, könnten auch in Silber sein. Hier haben wir sie aber in Carbon. Ist preistechnisch auch gar nicht so günstig, weil es halt, wie gesagt, Echtcarbon ist. Aber wenn man es mag, ist man natürlich glücklich über sowas. Dann haben wir unten an der Schweller noch eine dunkel abgesetzte Leiste, die die Linie des Fahrzeugs noch mal ein bisschen unterstreichen soll. Und dann haben wir natürlich hier hinten auf der Rückseite vom Fahrzeug viele, viele interessante Punkte aufgrund des Aerodynamikpakets. Wir haben hier oben den großen Heckflügel, ja, sehr groß, sehr speziell. Ich finde die Optik sehr gut, passt perfekt zu so einem jungen Auto, zu so einem jungen, frechen, dynamischen Sportwagen. Unten haben wir natürlich noch den Heckdiffusor, auch sehr groß. Wir haben ja mit einer sogenannten Doppellamelle bzw. mit einem Unterdiffusor nochmal, der hier nochmal ein bisschen aufträgt. Das Fahrzeug verfügt ja zusätzlich über das AMG Night-Paket. Deswegen haben wir die Abgasanlage in schwarz abgesetzt und die findet sich deswegen auch sehr gut hier in die schwarze Armatur ein. Zusätzlich zum Aerodynamikpaket haben wir natürlich auch auf der Außenseite hier nochmal diese Luftleitbleche, die einfach nur optisch das Fahrzeug etwas schöner halten sollen. Ja, ich würde sagen, das war jetzt unser Anblick von außen. Wir steigen jetzt ein und dann gibt es noch mal einen kleinen Rundgang von innen. Und damit willkommen im Innenraum. Wir beginnen hier vorne mal mit dem Lenkrad. Wir haben natürlich hier im A45 auch das AMG Performance Sportlenkrad verbaut. Das heißt, wir haben eine rote Markierung hier oben für die Mittelposition vom Lenkrad und wir haben Alcantara an den Griffbereichen. Warum haben wir Alcantara an den Griffbereichen? Hat folgenden Vorteil: Wenn wir mal sportlicher unterwegs sind und natürlich auch deswegen aufgeregt sind oder auch nicht und wir haben schwitzige Hände, sorgt das Alcantara dafür, dass das Lenkrad trotzdem immer optimal griffig bleibt. Bei einem normalen Lederlenkrad merkt man häufiger, dass es dann anfängt zu rutschen und ja, das ist beim Alcantara der Vorteil. Dort haben wir das nicht, sondern es bleibt immer griffig. Zusätzlich haben wir am Lenkrad auch hier Schaltwippen, das heißt hochschalten auf der rechten Seite, runterschalten auf der linken. Ja. Wir haben eine rote Mittelmarkierung, wir haben auch rote Ziernähte am Lenkrad und diese roten Ziernähte ziehen sich durch das komplette Fahrzeug durch. Also hier einmal über die Mittelkonsole, wir haben sie außerdem in den Sitzen und wir haben natürlich auch beim A45 oder bei den 45er Modellen typisch rote Kontrastelemente hier an den Luftduschen. Hier vorne haben wir eine Taste, die ist für die Fahrdynamikeinstellung vom Fahrwerk. Und Eco Start Stop ist soweit, denke ich, nicht wichtig oder nicht interessant. Hier vorne haben wir die Taste für die Performance Abgasanlage. Wir haben zusätzlich auch hier unten die große Klimaanlage bzw. die große Klimaautomatik. Und hier geht es dann auch schon weiter mit den AMG-spezifischen Schaltelementen. Beim normalen Automatik
oder bei der normalen A-Klasse mit Automatik haben wir den Wahlhebel für die Getriebewahl ja immer hier oben. Bei den 45er Modellen haben wir ihn hier unten. Und wo wir jetzt gerade schon beim Thema Ziernähte und Innenelemente sind, die Sitze sind auch ein ganz besonderes Highlight, denn die Sitze sind die AMG Performance Sitze. Das heißt, es sind schon relativ schalensitzähnliche Konstruktionen, auch von Recaro entwickelt, sieht man hier vorne an diesem Element. Ja, also steht Recaro drauf, wird von Recaro entwickelt. Wir haben im Innenbereich hier vorne dieses gebürstete Metall. Sieht natürlich dadurch sehr, sehr schick und elegant aus. Zusätzlich haben wir auch die Harman Kardon Soundanlage dabei. Die sorgt dafür, dass wir nicht nur außen guten Sound haben, sondern auch innen. Und Sound ist jetzt genau der richtige Begriff. Und zwar haben wir jetzt ja schon viel über das Auto gesprochen. Ihr wollt das Auto aber auch einmal hören. Deswegen würde ich sagen, geht der Kameramann jetzt einmal auf Schnupperkurs mit der Abgasanlage und dann hören wir uns das Ganze einmal an. Also. So, ich starte jetzt also erstmal den Motor. Wir starten jetzt im normalen C-Modus und ohne Klappenanlage auf. Hört sich so schon mal gar nicht so schlecht an. Wenn ich jetzt Gas gebe, haben wir halt natürlich das sportliche Abgasgeräusch, aber wir haben jetzt noch keine Fehlzündung oder ähnliches. Ist so natürlich schon mal eine relativ gute Ansage. Jetzt sind wir im Race-Modus und machen jetzt die Klappen nochmal auf. Dadurch kommen jetzt die Fehlzündungen hinzu, die ja mittlerweile auch sehr im Trend liegen. Ja, jetzt habt ihr das Fahrzeug auch einmal gehört. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Das Wetter soll ja wirklich gut werden. Wir müssen hoffen, dass es sich noch ein bisschen so weiterhält. Wir sehen uns beim nächsten Video Freitag. Bis dahin. Tschüss.